Ja, meine lieben Ingolstädterinnen und liebe Ingolstädter, ich stehe hier in der Geigenbauwerkstatt von Bettina Rottler in der Schäfbräustraße 19. Frau Rottler hat an dem Wettbewerb City Freiraum teilgenommen, der von unserer städtischen Tochter IFG, der Existenzgründungsgesellschaft und von InCity betrieben wird. Wir versuchen damit in den Nebenlagen die Leerstände der Innenstadt etwas zu beseitigen, indem wir Existenzgründer mit Beratung, aber auch mit einem befristeten Mietzuschuss von 30% bis maximal 12.000 Euro in einem Jahr, im ersten Jahr, fördern. Uns ist es wichtig, dass wir über dieses Instrument City-Freiraum, bei dem man sich als Existenzgründer sehr gerne bewerben kann, die Leerstände in den Nebenlagen unserer Altstadt etwas schließen können und auch neue Gewerbe in die Altstadt bringen können. Wir haben bereits 5 Existenzgründer auf diese Art und Weise helfen können. So sind zum Beispiel ein Modegeschäft, Diamond Mode, in der Schrannenstraße gefördert worden, ein Trendsportladen namens Crude in der Schulstraße, genauso auch ein brasilianisches Restaurant ebenfalls in der Schulstraße und die Firma Arena Games in der Hohen Schulstraße gefördert worden. Und jetzt zuletzt eben als 5. Unternehmen hier in der Schäfbräustraße die Geigenbauwerkstatt von Bettina Rottler. Ich kann nur alle aufrufen, dass Sie sich, wenn Sie sich mit einer Existenzgründung in der Ingolstädter Innenstadt mit dem Gedanken tragen, dass Sie sich eben an diese Initiative City Freiraum wenden. Man kann dies ganz einfach, indem man bei den Innenstadtgewerbevereinen InCity anruft und nach diesem City-Freiraum eben nachfragt oder bei der städtischen Tochtergesellschaft IFG oder bei der städtischen Tochtergesellschaft dem Existenzgründerzentrum. Gerne wird hier allen Existenzgründern geholfen und ich würde mich freuen, wenn es in den nächsten Monaten und Jahren gelingen würde, hier weitere Existenzgründer in unsere Innenstadt zu locken. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder den Podcast des Oberbürgermeisters anschauen. Dann das nächste Mal eben von dem Ingolstädter Rathausplatz. Und ich würde mir wünschen, wenn es uns über die vielfältigen Fördermaßnahmen gelingen würde, unsere Altstadt noch weiter zu beleben. Herzlichen Dank.